Liebe Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zum brandneuesten Let's Play auf meinem Kanal Kicklon WSC, der Omsi Bus Simulator 2. Gut, heißt Omnibus Simulator 2. Omsi Bus Simulator ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Ist auch egal. Ja, das war ja schon angekündigt lange und jetzt ist es endlich erschienen, das gute Stück. Wie lange warten wir jetzt eigentlich schon darauf? Das ist eigentlich schon so lange her, dass es angekündigt wurde. Ich glaube, das wurde zu Weihnachten letzten Jahres angekündigt. Genau am 24.12. so als Weihnachtsüberraschung. Haha, ihr dürft noch ein Jahr warten, so nach dem Motto. Weihnachtsgeschenk, nein, Spaß, aber genau. Und ich habe mir gedacht, in der ersten Folge, also erstmal, die Folge wird vielleicht nicht ganz so lang. Das soll jetzt erstmal nur so ein kleiner Einstieg sein und die nächste Folge folgt dann auch schon am Wochenende. Und wie ihr es vielleicht erkennen könnt aus den Screenshots und so weiter, befinden wir uns hier in Falkensee. Und während der Fahrt werde ich so ein bisschen auf die neuen Features eingehen vom Omsi 2. Aber das sieht hier erstmal alles super, 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 super aus. Und wir haben heute den 9.11.1989. Nee, Quatsch, Entschuldigung, den 14.11. Genau, nämlich 4 Tage später im Prinzip, als sozusagen die erste Buslinie in die ehemalige DDR gefahren ist, nämlich die Linie E, und dann kommen noch 3 Zahlen dahinter, 422 oder irgendwie sowas, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und das war so eine Art Shuttle-Linie, hier sehen wir noch die alten DDR-Haltestellen. Das war so eine Art Shuttle-Linie und die fuhr vom Falkenseer Bahnhof nach Rathaus-Spandau und hielt nicht überall, sondern Siedlereck, Kontrollpunkt, Falkenseer Chaussee natürlich, also da an der Grenze. Kurz nachdem die Mauer eingebrochen ist, und das ist ja eben ein neues Feature vom Omsi 2. Ich lasse schon mal die Fahrgäste rein, ne? Das können wir ja mal machen, so freundlich sind wir dann mal. Guten Morgen. Genau, ein neues Feature, das eben die Spandau-Maps zwischen 86 und 94 simuliert wird, und da kann man eben je nach Periode, je nach Zeitpunkt so einstellen, halt wie man es haben will, und dann ist es eben so immer... Ja, Entschuldigung, unterbreche mich doch nicht gerade, während ich rede. Immer so eingestellt, wie es halt ist, gewesen ist zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, jetzt auf die 30 gehen können, ist auch egal. Kurzstrecke 30, ja. Und bitteschön. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Und die neuen Features sind einfach mal super. Zum Beispiel einfach das mit der Zeit, was ich gerade angesprochen habe. 38, so, bitteschön. Und ihr werdet es vielleicht auch gleich sehen, ich weiß nicht so genau, ob man das jetzt sehen wird. Es gibt neue Personen. Ich glaube, jetzt sind momentan... Doch, hier. Hier ist eine neue Person eingestiegen, nämlich ein Junge. Ein, wie alt ist der ungefähr? Ich würde den so auf 13, 14 schätzen. Genau. Also es gibt Schüler, die auch Schülerkarten kaufen. Und es gibt auch Senioren. Also eine, ich glaube, eine ältere Frau gibt es neuerdings. Also es ist nicht viel, aber es ist auf jeden Fall ganz cool, dass es gemacht wurde, auch mit neuen Stimmen. Also eins der vielen, vielen neuen Features im Omsi 2. Hier die ganzen Texturen, die sehen einfach mal super aus. Und das ist natürlich gerade ein bisschen traurig, dass ich bei Regen fahre, zu Beginn sozusagen des Omsi 2 Let's Plays. Aber das wird schon irgendwie hinkommen. So, ich glaube, wir waren das mit der Linie 00009, war das so? Route gibt's, glaube ich, nicht. Ja, warum mache ich das dann eigentlich? Weiß ich auch nicht. So, 8.16 Uhr, wir sind zu spät, wir mussten um 15 Uhr losfahren. Dann mache ich hier vielleicht noch das Licht an. Dann kann es auch losgehen. Ich mache das gerade mal ein bisschen leiser auf meinen Ohren, weil das gerade so laut ist. Und die Straßentexturen sehen einfach mal super aus. Ich habe mir das Spiel da also pünktlich am 11.12. um 18 Uhr runterladen, beziehungsweise runterladen wollen. Und dann kam es auf Steam ein paar Minuten später. Ich habe schon einen Schock bekommen. Was? Es ist 18.05 Uhr und es ist immer noch nicht da. Was ist los? Was ist passiert? Aber alles gut. Ich habe es dann runtergeladen. Dann wurde erstmal angezeigt, dass der Download 2 Tage dauert, weil meine Internetverbindung zu dem Zeitpunkt nicht so toll war. Ja. Aber dann hat sich das schnell gerappelt, sozusagen innerhalb von einer Stunde. Habe ich es runtergeladen, installiert und konnte dann schön Omsi 2 zocken, endlich. Wie lange haben wir darauf gewartet? Jetzt fahren wir also durch das Örtchen Falkensee, das ist sozusagen das westliche Ende der Map. Noch westlicher als die Stadtgrenze. Also ihr müsstet ja eigentlich ungefähr wissen, wo das ist.
gefahren, kommen dann also sozusagen an der Freudstraße raus, da wo die Mauer eben stand, noch um die 1. Steht sie jetzt halt auf Wunsch nicht mehr. Und dann gibt es eben auch die neuen Liniennummern und alles. Das ist alles ganz kompliziert, was da alles passiert ist in dieser Zeit. Eine sehr, sehr interessante Zeit für Berlin, für die BVG, für die Verkehrsbetriebe. Deswegen finde ich das auch super, dass es ein kleiner Bug hier übrigens, wie die da über die Straße schwebt. Das ist schon allgemein bekannt aus dem OMSI. Ich habe KI-Kollision wieder ausgestellt, weil ich mir das irgendwie einfach nicht antun will. Die halt mir nicht. Weil ich mir das einfach nicht antun will mit diesen Unfällen immer und dann hier Polizei rufen und sowas, 9 Minuten Verspätung. Das ist mir einfach alles ein bisschen blöd, ne? Vor allem die meisten Unfälle erfahrungsgemäß sind einfach nicht selbst verschuldet. Und ihr seht ja auch die ganzen neuen KI-Autos und sowas. Sorry, ich muss das ein bisschen aufstoßen, ich habe gerade gegessen. Das ist natürlich anders für mich, jetzt mal in der Woche aufzunehmen. Ich nehme nämlich sonst nie in der Woche auf. Jetzt ist gerade Donnerstagabend und ich hoffe, die Folge kommt heute Nacht noch hoch, sodass ich gerade so noch mein Versprechen halten kann, dass es Donnerstag kommt. Weil ich musste da erstmal ein bisschen rumprobieren und die Einstellungen machen und sowas. Das hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Dann kam eben noch dazu, dass ich ein bisschen privaten Stress hatte. Von daher, kommt es vielleicht etwas später, als ihr vielleicht gedacht habt. Aber ich denke mal, das ist eigentlich früh genug. Sollte es eigentlich sein. Jetzt hat jemand gedrückt und möchte aussteigen. Ich frage mich ja ganz ehrlich, wie das dann so war, so als Situation, ne, an diesem Tag, weil seit 4 Tagen war die Mauer gefallen. Hier, da ist übrigens die alte Frau. Sieht super aus, finde ich. Also, nicht, dass es jetzt mein Geschmack wäre so, aber ist gut gemacht, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, wo ich halten muss. Siedlereck, okay, Siedlereck ist die nächste Station. Und müssen wir hier rum? Ich bin... Sorry, das ist... Ja, wir müssen hier rum. Okay. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Weil die Straße, die verändert sich nämlich... Was mache ich denn da? Die Straße verändert sich nämlich auch mit der Zeit. Und die ist eben asphaltiert dann irgendwann 94. Und jetzt ist die halt noch so eklig. Also eklig, so holperig. Und zwar, ich glaube, durchgehend bis scheiße. Fehler bei der Bereichsprüfung. Das ist eine Fehlermeldung von OMSI 2. Dann geht es ja gleich schon los. Da mache ich eine kurze Pause. Ne? Bis gleich. So, da bin ich also wieder. Wir sind hier wieder genau an derselben Stelle, wo das Spiel vorhin abgestürzt ist. Oder gerade eben für euch. Ich muss jetzt also das Spiel neu starten. Und das ist einfach so, das muss man auch nochmal dazu sagen. OMSI 2 ist noch ziemlich verbuggt. Also im Großen und Ganzen funktioniert alles, aber es gibt eben noch so Kleinigkeiten, die nicht funktionieren, die unstimmig sind, irgendwelche Fehler. Und eben solche Fehlermeldungen, die teilweise aus dem Nichts plötzlich auftauchen. Und die muss man halt einfach erstmal akzeptieren. Und ich denke mal, das sollte man auch gar nicht zu viel kritisieren, weil ich finde, man sollte sie einfach im OMSI-Forum, da gibt es auch viele Threads dazu, sollte man einfach die Entwickler sozusagen darauf aufmerksam machen, was ja auch schon getan wurde. Und die werden sich dann dran setzen und das in den nächsten Tagen und Wochen alles fixen. Also da habe ich mal großes Vertrauen in Rüdiger und Marcel, dass sie das nicht einfach so lassen werden und sagen werden, ja, ist egal, ja, ihr habt euer Spiel, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Also das werden sie auf keinen Fall sagen. Ne? Von daher einfach noch ein bisschen Geduld haben. Ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt OMSI 2 spielen kann. Was auch noch nicht so ganz funktioniert, ist die Kompatibilität mit den Add-on-Maps, also mit Neuendorf zum Beispiel. Da habe ich noch nicht rausgefunden, wie das geht mit der Übertragung. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen im OMSI-Forum. Also habe da sozusagen schon so ein bisschen mein Senf dazugegeben. Auf freundliche Art und Weise. Ich bin auch gar nicht verärgert oder so, muss ich auch sagen. Genau. Also hier halten wir, wie gesagt, noch nicht an. Jedenfalls, was war ich gerade dabei zu sagen? Genau, also man muss erstmal die Bugs akzeptieren und die Entwickler darauf hinweisen und dann werden sie das derzeit fixen. Die brauchen natürlich auch erstmal, was man natürlich auch akzeptieren muss, ist, sie brauchen erstmal Hinweise, weil viele Fehlermeldungen sehen die Entwickler auch zum ersten Mal wahrscheinlich oder irgendwelche Bugs und die müssen erstmal irgendwie Hinweise darauf bekommen, woran es liegen könnte. Zum Beispiel eben der Bug, also die Fehlermeldung, die ich gerade hatte, ich habe gerade wieder völlig vergessen, wie die heißt. Irgendwas mit Bereich, glaube ich, oder sowas. Da habe ich mal geguckt und sie fragen, die Entwickler wissen selber noch nicht, was das für eine Fehlermeldung ist, weil man muss da erstmal, also ich könnte jetzt zum Beispiel ins Forum gehen und schreiben, ja, bei mir war das so in Falkensee, bin ich gefahren. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass es mir passiert in Falkensee. Genau. Und so wird das nach und nach zu einem
voll funktionsfähigen Spiel gemacht werden, denke ich mal. Da werden einige vielleicht sagen, ja, das kann man ja alles im Voraus schon testen. Aber überlegt euch mal, wie groß das alles ist und wie viel das ist. Also da muss man auch so ein bisschen Verständnis haben für... Ich meine, das sind auch nur Menschen, ne? Und die haben das zu zweit hier auf die Beine gestellt. Und ich finde, man sollte vor allem sehen, was funktioniert und was super ist. Und nicht nur das betrachten, was halt nicht funktioniert, weil das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Größtenteils, ihr seht ja, man kann das Spiel halt auch spielen, ne? Also so ist es ja nicht, dass es hier irgendwie total verbuggt ausgeliefert wird. Das sind halt nur Kleinigkeiten, aber ich kann mir vorstellen, dass es beim OMSI 1 genauso war am Anfang. Auch wenn ich natürlich, ich glaube, ich habe den OMSI 1 erst einen Monat später mir gekauft. Und deswegen war ich ja nicht ganz am Anfang dabei. Da war auch irgendwie schon ein Patch rausgekommen zu dem Zeitpunkt, als ich mir den gekauft hatte. Man muss natürlich auch sagen, man ist ja inzwischen auch ein bisschen verwöhnt durch den OMSI 1. Ja? Am Anfang, ich denke mal so, bei Release von OMSI 1 waren die Leute alle froh, dass es überhaupt sowas gibt. Ja? Und da werden einem solche Bugs wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, weil man ja auch diese anderen Simulationen gewöhnt ist. Also diese Simulationen, die halt nicht ganz so hochwertig sind wie diese, weiß ich nicht, Bus-Simulatoren 2008 und sowas, was ja im Prinzip überhaupt nicht an das Niveau von OMSI rankommt, und dann kommt plötzlich sowas, und wenn das meiste halt funktioniert, wie es auch hier der Fall ist, dann ist es auch völlig akzeptabel und die Leute sind glücklich, ne? Und ich weiß, das ist hier gerade so ein bisschen wie so ein, wie nennt man das denn, wie so ein Fahrstuhl oder, wie nennt man das denn, fällt jetzt gerade nicht ein, ihr wisst bestimmt, was ich meine, dass man einfach die ganze Zeit gerade ausfährt und nichts passiert, endlos, ja, so eine Dauerschleife halt irgendwie. Also diese Geradeausstraße wird irgendwann auch ein Ende haben. Und ich kann euch auch sagen, wo das Ende ist, nämlich am Falkenseer Platz. Wir fahren jetzt sozusagen bis zum Falkenseer Platz geradeaus. Aber natürlich ist hier die Straße erstmal noch zum Falkensee, und dann wird sie auch ausgebauter und bla bla bla. Das ist hier auch so ein Ding. Das ist halt auch so eine Kleinigkeit. Deswegen bin ich auch froh, dass ich KI-Kollision aus habe. Das ist halt auch so eine Kleinigkeit, die man halt fixen kann, aber was erstmal auch okay ist, wenn es halt nicht gleich funktioniert. Genau, und dann war ich gerade noch dabei, eine andere Sache zu sagen, bevor ich mich selber unterbrochen habe. Ich fahre hier mal auf dem Asphalt, das wackelt dann nicht so toll. Nämlich, man muss sich mal vorstellen, 4 Tage nach Mauerfall, man hat in der DDR gelebt, ja. Wie lange war, hat die Mauer gestanden? 61 bis 89? 28 Jahre, wenn ich das richtig rechne. 28 Jahre, du lebst 28 Jahre hier in der DDR in Falkensee, und plötzlich erfährst du, dass die Mauer gefallen ist. Vielleicht fährst du vielleicht auch mal zu dem Ort hin mit dem Auto oder sonst wie. Und dann kannst du plötzlich einfach in den Bus steigen und durchfahren nach Berlin. Das ist plötzlich möglich, das ist eigentlich unfassbar, diese Vorstellung. Weil ja Falkensee auch nochmal ein bisschen was anderes ist als, sagen wir mal, Ost-Berlin. Also ich glaube, das hier ist das Ziel-Eck, wir müssen hier anhalten. Weil ich da vorne den Kontrollpunkt sehe und weil hier Leute ankommen. Man sieht auch schon, wie sie zur Haltestelle gehen. Genau, und dann steigst du plötzlich in den Bus und kannst nach Berlin fahren. Und ich wollte gerade sagen, es ist auch noch ein kleiner Unterschied, natürlich. Einen normalen Fahrschein. Zu, wenn man in Ost-Berlin gelebt hat, war man ja schon in der Stadt. Aber hier in Falkensee, da ist ja einfach mal, wie man auch sieht, überhaupt nichts los gewesen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Von daher muss das eigentlich schon ziemlich krass gewesen sein. Hier die Leute, die wohnen hier in Falkensee so, ne? Und dann steigen sie in den Bus, zack, eine Kurzstrecke und zack, bis in Berlin. 28 Jahre lang durfte es nicht, und plötzlich, ja, ist es sozusagen selbstverständlich. Also es ist schon irgendwie krass, diese Vorstellung. Man muss sich ja nochmal vorstellen, man ist Busfahrer auf dieser Linie, wurde dann so kurzfristig zugeteilt, ja, du fährst jetzt mal... Also das muss einfach... Man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie das damals gewesen sein muss, wenn man 28 Jahre... Ich kann mir auch gar nicht mehr so ein getrenntes Deutschland so richtig vorstellen, hier ist übrigens der Kollege. Da sogar unten hier an dieser Stelle ein Steckschild mit Falkensee Bahnhof. Ups, kleinen Putzbaum gemacht, weil es das halt noch nicht gab als Rollbahn. Das kann man natürlich so kurzfristig nicht einbauen, ne? Also da wird wirklich an jedes Detail gedacht. Fast jedes, die zwei. So, und hier ist also der Kontrollpunkt Falkensee. Fahrplanmäßig müssen... Okay, das ist natürlich auch lustig. Komm da runter! Jugend von heute ist ja einfach unfassbar eigentlich. So. Ich verstehe nicht so ganz, warum. Das soll wahrscheinlich irgendwie Grenzkontrolle nachbilden. Oder ich weiß gar nicht, gab es überhaupt eine Grenzkontrolle nach dem Mauerfall? Eigentlich ja nicht, oder? Jedenfalls hier, Kontrollpunkt Falkenseer. Kontrollpunkt Falkenseer Chaussee wahrscheinlich, 37. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke,
Es ist 24. Ich denke mal, das reicht jetzt aber erstmal für die erste Folge. Ich wollte es halt, wie gesagt, nicht zu lang machen und den Rest fahren wir dann sozusagen am Sonntag oder, ja, wenn am Sonntag, dann, ich denke mal am Sonntag oder so, spätestens Montag kommt dann die nächste Folge. Tut mir leid, dass ich heute ein bisschen vielleicht durcheinander war, ein bisschen wieder wirr geredet habe, weil ich bin es halt nicht gewohnt, in der Woche aufzunehmen, man ist halt einfach müder. Deswegen will ich halt auch am Wochenende aufnehmen, weil man da wacher ist, weil man da länger geschlafen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn man müde ist, labert man so ziemlich viel Scheiße. Also ich fühle mich halt nicht so wie sonst, sagen wir es mal so. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Und hier sieht man also auch nochmal die Trümmer von der Mauer. Hier der schnell errichtete Kontrollpunkt sozusagen. 4 Tage ist es her, dass die Mauer gefallen ist. Hier, gut, das sieht natürlich, ganz kleine Kleinigkeit hier, natürlich ziemlich gerade aus. Aber Leute, es ist völlig egal. Und dann sind da eben die Hochhäuser von Berlin, die wir schon kennen. Und dann mache ich, denke ich mal, an der Stelle erstmal eine Aufnahmepause. Warum sind wir eigentlich mit dem Doppeldecker gefahren? Das liegt einfach daran, dass ich einfach eine vorgespeicherte Situation geladen habe, wo dann dieser Bus halt schon bereit stand. Und ich denke mal, wenn wir dann mit dem E fertig sind, werden wir uns auch genauer den Gelenkbus angucken und mit dem vielleicht auch mal 94 fahren. Sommer! Also, genau das meine ich halt, ne? Genau das meine ich, das sind Kleinigkeiten, die sagen wir mal, nehmen etwas Realismus raus, aber sie stören auch nicht, sie beeinträchtigen auch nicht die Spielfreude, sozusagen. Hier, da freuen sich natürlich auch die Autos hinter uns, wenn wir jetzt hier, weiß ich, wie lange halten müssen. Also das ist noch ein bisschen, das sind halt so Sachen, die sind ein bisschen fragwürdig und sowas. Aber ich würde das jetzt nicht als unfertiges Spiel bezeichnen, ne? Gut. Dann sage ich erstmal danke fürs Zuhören. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute neu dazugekommen sind vielleicht, irgendwie die über die Suchfunktion OMSI 2, die da so ein paar Eindrücke haben wollten, weil ihr es vielleicht irgendwie noch nicht habt, dazugekommen sind. Deswegen sage ich nochmal ganz kurz, warum ich danke fürs Zuhauen sage, damit ihr nicht denkt, ich wäre verrückt. Gut, das bin ich vielleicht auch so. Aber, ja, Zuhauen ist einfach eine Mischung aus Zuhören und Zuschauen. Das hat sich vor Ewigkeiten mal in der OMSI-Folge, als ich das aus Versehen gesagt habe, hat sich das so eingebürgert, dass ich das am Ende meiner Folgen immer so sage. Falls ihr euch fragt, falls Leute neu dazugekommen sind, das sage ich immer ganz gerne nochmal. Also an die alten Hasen hier, falls ihr das nervig findet, ich sage das ganz gerne nochmal. Immer in der ersten Folge eines neuen Let's Plays. Weil man ja immer damit rechnen kann, dass neue Leute dazukommen. Ja, das war die erste Folge OMSI 1. Beim nächsten Mal fahren wir weiter. Ich sage erstmal bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhauen. Ciao, ciao.